Hallo zusammen! Im heutigen Video möchte ich die Marianischen Antiphonen mal ein bisschen genauer beleuchten. Die sind im Gotteslob unter der Nummer 666. Ich habe schon gesagt, ob das eine geglückte Nummer ist, das ist eine andere Frage. Auf jeden Fall möchte ich die ein bisschen vorstellen und dann noch auf die deutschen Liedfassungen eingehen, die sich auch im Gotteslob finden. Beim letzten Video hat jemand gesagt, ja, du hast von Mai geredet, aber warum, wo waren denn die ganzen Maienlieder? Ganz einfach, die finden sich letztlich alle im Anhang, weil die so lokal geprägt sind, dass es keinen Sinn macht, die in den Stammteil reinzunehmen. Nur ein kurzes Beispiel, Würzburger Fassung. Maria, Maienkönigin, dich will der Mai begrüßen. Bistum Rottenburg-Stuttgart und auch Freiburg. Maria, Maienkönigin, dich will der Mai begrüßen. O segne ihm mit holden Sinn und uns zu deinen Füßen. Gleiches zählt zum Beispiel auch für von Deichnam, da ist die Masse auch sehr lokal geprägt. Nur mal so ein bisschen anzudeuten, in Würzburg und in Bamberg gibt es ein Lied, das klingt so. Ja, was ist es? Deinem Heiland, deinem Lehrer. Die Kölner werden jetzt ein bisschen gucken, nämlich da klingt es so. Von Michael Haydn übrigens die Fassung. Deinem Heiland, deinem Lehrer, deinem Hirten und Ernährer. Zion stimmt ein Loblied an, preis nach Kräften seine Würde. Tag ein Lobspruch, keine Zierde. Seine Größe gleichen kann. Nur zur Verdeutlichung, diese Lieder, es geht nicht im Stammteil, von daher fallen die auch, also die natürlich sehr wichtig sind für diese Feste, hier immer ein bisschen raus in der Betrachtung. Ja, jetzt zu den Marianischen Antiphonen. 666.1, Alma Redemptoris Mater. Es macht hier keinen Sinn eigentlich, das am Klavier zu begleiten. Ich singe die mal an. Alma Redemptoris Mater, quae per via coeli porta manes, et stella maris, succure cadenti, surgere qui curat populo, tuque genuisti, natura mirante, tuum sanctum genitorem. Virgo prius ac posterius, Gabrielis abore, sumens illud ave, peccatorum miserere. Ui, das war ein bisschen hoch. Auf jeden Fall, davon findet sich die deutsche Fassung im Gotteslob unter der Nummer 530. Maria, Mutter unseres Herrn, o Himmelspfad, o Meeresstern, hilf der bedrängten Christenheit auf ihrem Wege durch die Zeit. Man kann also an der Liedmelodie schon noch ein bisschen auch erkennen, welche Antiphon darauf zurückgeht. Advents- und Weihnachtszeit. Quadragesima, Fastenzeit. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, Ex qua mundo lux est orta, Gaude Virgo Gloriosa, Super omnes speciosa, Valeo Valde Decora, et pro nobis Christum ex ora. Im alten Gotteslob, GL unter der Nummer 579, gab es das auch in deutscher Fassung und ich könnte mich echt ein bisschen schwarz ärgern, dass es im GGB nicht mehr drin ist. Da ging das so. Maria, Himmelskönigin, der Engel, hohe Herrscherin, o Wurzel, der das Heil entsprießt, du Tor des Lichtes, sei gegrüßt. Ist im Bamberger Anhang übrigens unter der Nummer 887 weiterhin vertreten, in Würzburg fehlt's. Schade, schade, weil demnach haben wir keine Marianische Antiphon für die Fastenzeit. Die Dinger stehen übrigens deswegen hier unter 666, weil
die eigentlich liturgisch an das Ende der Komplett, also das Nachtgebet der Kirche gehören. Und weil da vorher eben das Nachtgebet also auch im Buch abgedruckt ist, deswegen finden die sich da. Die Lieder, die Marienlieder sind um die Kante 531 und dann haben wir nochmal unter 566 folgende Litaneien und Andachten zu Maria, 666 dann wie gesagt die Antiphonen und dann nochmal in den Anhängen jeweils weitere Marienlieder. Ja, Osterzeit, Regina Celi. Regina Celi, letare alleluia, quiaque meruis portare alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Beziehungsweise habe ich jetzt so wieder die übliche Pause gemacht, die gar nicht reingehört. Es heißt eigentlich Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Also auferstanden, wie er gesagt hat, da gehört eigentlich keine Pause hin. Die deutsche Fassung ist unter 525, ist bekannt. Freu dich, du Himmelskönigin, freu dich, Maria, freu dich, das Leid ist all dahin, alleluia, bitt Gott für uns, Maria. Genau. Und dann haben wir noch Salve Regina. Das gab es vorher unter 570 im alten Gotteslob, sowohl in lateinischer und als auch in deutscher Fassung. 571, aber mal ehrlich, die deutsche Fassung 571, das war wohl eine tote Nummer. Und das würde ich auch weiterhin diese Übertragung nicht als geglückt bezeichnen. Ja, kurz angedeutet. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo et Spes Nostra Salve. A te clamamus, exules filii, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Ia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. In der Praxis ist hier auch eine Asthma-Pause drin, wo sie nicht reingehört, nämlich nach Jesum. Et Jesum benedictum... Nein, stopp, nach Nobis. Nobis post hoc exilium. So habe ich es angesungen und die meisten singen Nobis post hoc exilium. Aber also ich kann es aus dem Text nicht ersehen. Wer übrigens fragt, warum es heißt Suspiramus oder Clamamus oder sowas, der kann entweder einfach mal Latein lernen. Haha, das ist die umständlichere Variante. Oder er guckt einfach mal auf die Akzente, die auf den Noten sind. Da ist nämlich immer bei der Betonung eben auch ein Akzent drauf. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo et Spes Nostra Salve, Ate clamamus, Exules, Filii, Heve, Ate suspiramus, Gementes et Flentes, In hac lacrimarum, Vale und so weiter. Das ist übrigens, zählt auch für die Lektionare, ja. Wenn da Leute nicht wissen, wie man Nebukadnezar oder sowas ausspricht, das ist in den Lektionaren auch immer mit einem Akzent gekennzeichnet. Von daher erübrigen sich eigentlich die Fragen an den Pfarrer, hey, wie spricht man dies und jenes aus? Und bitte kein Paschalamm opfern, ja. Okay, weiter im Text. Was wollte ich dazu sagen? Ja. Deutsche Übertragung 536 ist natürlich klar. Gegrüßet seist du, Königin, o Maria. Ja, das ist die, die im Gotteslob noch erhalten ist. Ein bisschen schade finde ich, dass die alte Nummer GL 572 nicht mehr da ist. Die klingt nämlich so. Salve, Maria, Königin, Mutter und Helferin, Maria, salve, du unseres Lebens Freund, Trost in Verlassenheit, Maria, salve. Warum? Es gibt zum Salve Regina noch eine ältere Melodie sogar, die als feierliche Singweise
dann noch in den Büchern vermerkt ist. Und die klingt genau so. Da ist nämlich diese Salve in diesem GL572 noch erhalten. Ich deute es an. Salve Regina Mater Misericordiae Vita dulcedo et spes nostra salve a te clamamus exules. Ah, jetzt versinge ich mich, also höre ich lieber auf. Nur angedeutet. Und ich finde es ein bisschen schade, weil eben im alten Gotteslob in dieser zweiten Fassung noch diese Version präsent war. Ja, damit bin ich durch die marianischen Antiphonen durch. Und im nächsten Video möchte ich dann noch auf Akathistos und ein paar ostkirchliche Sachen eingehen. So viel für den Moment. Bitte wieder um Reaktionen und Kommentare aus den Bistümern. Interessiert mich wahnsinnig. Und danke fürs Zuhören.